So, heute schauen wir uns zusammen mal den Hund an und worauf man dabei achten muss. Wenn du in die Haltung gehst, schau, dass du die Hände möglichst groß machst, das Gewicht gut verteilen kannst, Gewicht gleichmäßig auf Händen und Füßen verteilt. Dann mach den Rücken lang, gerne die Knie erstmal am Anfang noch gebeugt haben und langsam so weit durchstrecken, wie es für dich angenehm ist. Die Schultern sind gehoben, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und so finde hier deine Position.